Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und Update 3.11.0 ist erschienen für das globale Dokkan Battle. Wir werden uns dementsprechend alle Informationen und Details gleich ansehen. Eigentlich kam zum Update selbst nicht viel hinzu. Hinter den Kulissen zu den Daten kam eigentlich mehr hinzu. Unter anderem die Release-Zeiten für LA, Vegito, LA, Greta und deren Banner dann logischerweise. Aber mit Vorsicht genießen. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Das müsst ihr echt mit Vorsicht genießen. Es sind Leaks. Und merkt euch aber auf jeden Fall schon mal den 9.7., 9. Juli werden sie erscheinen. Zu der Uhrzeit, genau in der Uhrzeit selbst, komme ich gleich darauf zu sprechen. Kurze Information zum Update 3.11.0. In japanischen Dokkan-Battle kam zu 3.11 das Battlefield im Capture-System unter anderem. Weder Capture-System noch Battlefield kam, aber ins Globale. Warum erwähne ich das trotzdem? Denn im japanischen Dokkan-Battle ging auch heute das Battlefield 2.0 wieder online. Und LA Metal Cooler Army könnt ihr euch aus dem Barbershop holen gegen die Battlefield-Währung, damit ihr da Bescheid wisst. Ins Globale kam es leider nicht und auch die Summon-Animation kamen leider nicht, wurden nicht vorgezogen. Müssen wir so hinnehmen. Aber gut, dann fangen wir mal von unten nach oben an. Und zwar gibt es, beziehungsweise lass mal so sagen, die Dokkan-Event Boss Rush. Die Boss Rush-Events, Boss Rush Stages, die wir momentan haben, sind offline gesetzt worden. Ihr könnt jetzt Boss Rush nicht mehr machen bis zum 7.7. 8 Uhr morgens unserer Zeit. Warum das Ganze? Weil eben neue Stages hinzugefügt werden. Diese kommen dann online am 7.7. 8.30 Uhr. Und genau, so viel dazu. Merkt euch das. Wenn das Ganze noch online kommt am 7.7., werden wir das auch auf jeden Fall streamen. Also halt auf jeden Fall die Augen auf den Streamplan. Gut, dann wurde das Beginners-Pack im Pillars Trove erneuert. Unter anderem kann man mit dem Ticket, den man dort bekommt, neue Charaktere holen. Wir werden uns am besten mal das direkt anschauen. Upsa. Und zwar gehen wir mal zu Pillars Trove hier an der Stelle. Denn für 11 Euro könnt ihr euch diesen Beginners-Pack holen. Normalerweise spreche ich die Pillars Trove überhaupt nicht an, weil es überteuert ist und nicht lohnt. Vor allem die Sachen hier. Aber Beginners-Pack, wenn ihr unbedingt einen Charakter braucht, kann man mitnehmen. Kann man. Denn für 11 Euro, an der Stelle waren es 11 Euro, yes. 11 Euro bekommt ihr ein Ticket, mit diesem Ticket könnt ihr euch gewisse Charaktere holen, wir werden uns gleich anschauen, 15 Dragonstones, gewisse Medaillen etc. Könnt ihr mal gerne rüberschauen, was es hier alles zu mitnehmen gibt. Aber wenn wir zum Barbershop selbst gehen und da reinschauen, dann gibt es schon eigentlich solide Charaktere, sage ich mal. Solide Charaktere für den einen oder anderen, wenn ihr sie nicht habt, könnt ihr sie euch holen. Und zwar sind das folgende Charaktere. Super Vegito ist hinzugekommen, könnt ihr euch schon. Super Gogeta, 3 Fahren Gold X, einmal jeweils jeden Charakter, Goku Agility. Das Family Trio würde ich keinen von denen holen, weil in JP hat man sie Free-to-Play bekommen durch eine andere Währung. Und ich denke, und hoffe, sie sollen auch kommen. Sollten wir auch Free-to-Play bekommen, wenn sie Extreme Zero Awakening bekommen, auch in Global. Janemba, Perfect Cell, Freezer, Buhan und Kid Buu. An der Stelle könnt ihr euch mitnehmen, aber wundert euch nicht. Wundert euch nicht. Der rote Drachenschein, Red Dragonstone, wird auch kommen zum 3-jährigen Jubiläum und darunter könnt ihr euch auch ein paar dieser Charaktere holen mit dem roten Drachenschein. Also müsst ihr euch nicht zwingend dieses Ticket kaufen, weil sie den roten Drachenschein noch bekommen werden. Blauer Drachenschein wird auch wieder zurückkommen, aber den muss man sich dann aus dem Pillars Trove kaufen. Das wurde geleakt. By the way, natürlich die ganzen Leaks und Shoutout an die ganzen Leaker, Data Miner, DBZ Space, Dokkan Reddit und auch iSeriously, die das Ganze hier geleakt haben, aus denen ich die ganzen Informationen habe natürlich. Und ja, genau. Wie gesagt, das kommt auch noch zurück, wird aber dann durch den Pillars Trove erhältlich sein. Also gehe ich eigentlich auch davon auch aus, dass der lila Drachenschein, mit dem man sich einen Neogard wiederholen werden kann, auch aus dem Pillars Trove erhältlich sein wird. Höchstwahrscheinlich. Ich hoffe dennoch, es wird aus dem Sale Pack, weil da kriegen wir dann mehr Stones wie in JP. Müssen wir noch abwarten, dazu wissen wir noch nichts. Genau, so viel zu den Sachen. Dann gucken wir mal weiter in den News, was denn da abging. Ein bisschen wenig zum Update selbst, wie gesagt, aber hinter den Kulissen, vor allem die Uhrzeiten, werden wir uns gleich betrachten. Und zwar 800.000 Facebook Fanpage-Likes wurden erreicht. Die offizielle Facebook-Seite hat 800.000 Likes erreicht. Dafür haben wir 8 Drachensteine bekommen. Wow, habe ich gerade echt Drachensteine gesagt? Keine Ahnung warum. Sorry, ihr könnt auf mich schießen, aber Dragonstones, please. Es sind unsere geliebten Stones. 8 Dragonstones, 5 Tickets von den 9 Tickets. Also die Ella-Tickets, in dem die Ella-Charaktere sind. Third Anniversary Tickets. 5 Stück haben wir davon bekommen. Platinum Training Items, also Turtle Shells Training Items, 8 Stück und Herkules Statuen Platt, 8 Stück an der Stelle. Nun gut, Update 3.11, was kam dazu? Nicht viel. Und zwar wurden zu den Charakterbildschirmen hinzugefügt die Activation Rate. Da sehen wir an, wie zu wie viel Prozent der Charakter erweckt ist im Dupe System. Schauen wir uns gleich an. Gewisse User Interface wurden angepasst, Interface Anpassungen und Fehlerbehebungen an der Stelle. Wenn ich das euch mal kurz zeigen darf, und zwar steht da dran, Activation Rate von meinem Goku 69%, also im Dupe System ist auf 69%. Aber wer hat sich hier rangesetzt und das so programmiert? Mir tun da meine Augen weh. Ihr wisst, ich bin da so ein richtiger, ich nörgle da total, wenn im User Interface, in dem Interface etwas nicht stimmt. Warum zum Teufel überschneidet sich hier die Zahl mit dem Titel?
Wer hat das gemacht? Fix this, please. Fix this. Meine Augen tun davon weh. Naja, so viel eigentlich. Ihr merkt schon, ist nicht so viel hinzugekommen zum Update selbst, zu den News. Aber hinter den Kulissen ging da, wie gesagt, ein bisschen mehr. Nämlich haben wir die Release-Zeiten nicht wundern. Es sind zwei Release-Zeiten. Zum einen für die Free-Play-Charaktere oder die Login-Charaktere. Dieser ist für den 7.7. 2 Uhr morgens. Und für die Summonable-Charaktere, für die LA-Charaktere, 8.7. 7.30 Uhr morgens. So, ihr merkt schon, am Anfang habe ich 9.7. gesagt, hier steht aber 8.7. dran. Eben, wir müssen das mit Vorsicht genießen, weil ich bin mir sicher, dass sich die Zeiten ändern können. Aus den jüngsten Ereignissen wurden wieder schlauer, zum Beispiel bei Vegeta Rosé damals oder neulich erst bei Full Power Goku. Da haben sich die Zeiten auch geändert. Wann werden wir schlauer? Die Celebration, die Informationen kommen rein in-game am 7.7. Da können wir dann ablesen, wann genau was kommt. Für die Feedback-Charaktere, die Login-Charaktere, könnte die Zeit auf jeden Fall schon passen, denn am 7.7. geht ja das Ganze los, die Celebration. Wenn er da Login-Boni direkt anfängt, dann passt das hier, dann bekommen wir den Goku direkt um 2 Uhr morgens. Für die Summoner-Charaktere jedoch bin ich mir sicher, dass sie in den In-Game-News keine Uhrzeitlisten werden, wie eben neulich jetzt bei Full Power Goku in JP, weil sie da sicherlich wissen, dass da Determiner unterwegs sind und beziehungsweise sie das noch verdeckt halten wollen oder einfach die Zeiten ändern, weil es eine große Celebration ist. Es ist wie gesagt ein Leak, ein Platzhalter. Müssen wir mit Vorsicht genießen. Was denke ich aber oder warum habe ich euch jetzt den 9.7. gesagt und nicht 8.7. 7.30 Uhr, wie es hier steht? Weil wir werden zu den Events oder zu dem Banner selbst wissen, wann das genau online kommt, wenn die Ingame-Teaser kommen zu den Dokkan-Events. Wenn diese ablaufen, dann können wir an dem Datum des Ablaufdatum der News sehen, an dem Teaser, wann sie genau kommen. Denn logischerweise sollten sie, wenn etwas angeteasert wird, danach kommen. Und ich, beziehungsweise war es bis jetzt immer so, dass es 2 Tage gebraucht hat. 2 Tage nach Teaser kamen die Charaktere. Wenn wir davon jetzt ausgehen, dass am 7.7. die Celebration startet und da dann quasi der Teaser kommt, dass die Dokumente kommen, am 7.7., dann sollte logischerweise nach 2 Tagen ablaufen, 9.7. die Events kommen. Deswegen, frühestens, wenn das hier wahr sein sollte, 8.7. 7.30 Uhr, wenn ihr mich persönlich fragt, halte ich das eigentlich für unwahrscheinlich. Es sind Leaks, Platzhalter, ich wiederhole mich gerade sehr, sehr oft, aber damit ihr das auf jeden Fall versteht, es sind Platzhalter und Leaks, es ist noch nichts Offizielles. Spätestens nach Ablaufdatum der Teaser am 9.7., also um den Dreh 8.7., 9.7. werden die Charaktere auf jeden Fall released. Und genau, so viel zu den Release-Zeiten. Das allerletzte, GG, Boom, Dokkan Festival A. Boom, Dokkan Festival B. Das sind die Tickets für die Banner von LA Vegeta und LA Gogeta. Und hier an der Stelle, Shoutout natürlich, ich sag euch immer und immer wieder, die Celebrations. Die Celebrations im globalen Dokkan Battle sind immer besser. Tickets gab es in JP nicht. Heißt, zum LA Vegeta Banner und zum LA Gogeta Banner wird es noch Tickets geben. Die bekommen wir dann sicherlich, wenn wir in den Banner selbst sammeln. Und können dann selbst in den Banner mit Tickets noch zusätzlich sammeln. Ihr kennt das zum Beispiel letztens aus Ultra Instinct Goku. Richtig geil, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr auch. An der Stelle waren das alle Informationen und Details zum Update 3.11.0. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Danke fürs Einschalten. Peace.